Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 oder LWS 13 und unser Mähdrescher ist gleich voll, das heißt wir machen uns jetzt wieder mit dem Traktor, jetzt habe ich ihn wieder verpasst, mit dem Traktor auf die Tour zu unserem Mähdrescher, mit unserem 60er Jahre Traktor. Und ich hatte im letzten Tag gesagt, dass ich noch ein bisschen was darüber erzählen möchte, dass ich auch die Vollversion Let's Play. Und zwar werde ich diese Vollversion auch auf diesem Kanal Let's Playen. Wahrscheinlich wird der erste Part so am 15., 16., 10. hochgeladen. Vielleicht auch früher. Und ja, ich möchte da immer so ein paar Themen ansprechen. Vielleicht, weil so viel Gesprächsstoff bietet das Spiel ja auf Dauer nun nicht. Deswegen habe ich mir so gedacht, dass ihr mir in den Kommentaren einfach schreibt, worüber ich denn reden soll. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, was weiß ich, jetzt zur Zeit, was wäre aktuell Präsidentenwahl in Amerika oder was noch? Private Fragen vielleicht sogar oder was hältst du von RTL? Magst du Bratwurst und so weiter? Sowas würde ich dann da ansprechen. Könnt ihr euch jetzt schon ruhig ein paar Kommentare schreiben, was ich denn so bereden soll, falls ihr vorhabt, die Vollversion auf diesem Kanal auch zu schauen, wenn euch die Videos von der Demo gefallen sollten. Gut. Fahren wir jetzt mal parallel mit. Ah, nicht in die Quere kommen den Buden hier. Oh. Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. Ist ja lebensgefährlich hier. So. Mal dieser Auszubildenden. So. Man sieht auch, hier sieht man wieder, wie schlau der Helfer ist. Also man sieht, der fährt jetzt ja automatisch sein Rohr schon aus, wenn wir in die Nähe kommen. Der wurde also auch wirklich verbessert. Das gefällt mir auch. Upsa. Upsa. Jetzt war mal ein bisschen betrunken hier. So, gut. Also es geht aus, er spart ein bisschen Zeit, wenn man parallel mit dem Mähdrescher mitfährt. Wir fahren jetzt mal nochmal schnell zum Silo, laden das ab. Und dann, ja, gehen wir ein bisschen was verkaufen. Wir können ja mal die Kartoffeln verkaufen. Oder was wollen wir verkaufen? Weil die Kartoffeln kann ich wahrscheinlich nicht überall verkaufen. Na, ach, was soll's. Wir gehen Kartoffeln verkaufen. Und fahren dann ein bisschen durch die Gegend. Mal gucken, wie das Land so aussieht. Dort bei dem kleinen Tank da sieht aus wie die Autogasanlagen an der Tankstelle. Und da können wir unsere Traktoren betanken. In der Stadt sind auch viele verschiedene Tankstellen. Und dort können wir dann auch mit dem Traktor tanken gehen. Also wie man will, auf dem eigenen Hof oder an der Tanke. Das kann man sich auswählen. Was ich auch schon gesehen habe, ist, dass man in der Stadt auch verschiedene Geldautomaten hat. Dort kann man auch Kredite abschließen. Da kann man sich auch Geld leihen. Dafür muss man natürlich auch Zinsen zahlen. Aber das finde ich insgesamt auch eine sehr coole Idee. Kann einem manchmal bestimmt ganz behilflich sein. Wobei man, wie gesagt, natürlich immer im Auge behalten sollte, dass man Zinsen zahlen muss. Ah ne, ich wollte ja Kartoffeln verkaufen. Das heißt, wir müssen hinter das Gebäude. Und da sehe ich es auch schon. Das waren, glaube ich, Kartoffeln. So. Sehen wir die Kartoffeln hier runterfallen. Sehr cool. Die kriegen doch alle Druckstellen, die ganzen Kartoffeln. Gut, das Ganze ist voll. Hier hätten wir die Zuckerrüben. Aber wir haben jetzt erstmal viele, viele, viele Kartoffeln, die wir verkaufen gehen. Wir haben natürlich auch, wie in der 2011er Version, unser PDF. Dort haben wir so Sachen wie eine Karte zum Beispiel. Die können wir dann auch immer verschieden ausrichten, verschiedene Sichtungen, genau. Verschiedene Sichtmöglichkeiten. Dann haben wir hier die Wettervorhersage für jeweils 4 Tage. Heute, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die Preise, da zahlt der Güterbahnhof zurzeit am meisten.
und ja, die ein bisschen was über die Finanzwelt, ein paar Statistiken. Dann haben wir noch allgemeine Statistiken, zum Beispiel, wie viel von was wir noch in unseren Silos haben. Haben wir jetzt vom Weizen am meisten. Was mich nicht wundert, weil wir haben da ja mittlerweile schon unser selbst geerntetes Weizen drin. So, und das war's. Gucken wir uns mal die Karte an. Und fahren irgendwo hin. Irgendwann kommt schon was, wo wir das abgeben können. Hier rechts fahren wir jetzt gerade am Händler vorbei. Hier sehen wir sogar schon... Ich sprinte mal hier schnell hin. Das ist, wie gesagt, der Händler. Hier sehen wir schon verschiedene Geräte drin stehen. Gucken wir uns gleich an. Vorher der besagte Geldautomat. Finanzen ansehen mit R. Wie gesagt, da sehen wir das Ganze. Einnahmen und Ausgaben. Und hier können wir uns dann auch 5000 Euro leihen. So. Haben wir uns jetzt geliehen? Ne, haben wir uns das jetzt geliehen? Warte mal. 10.600. Merken. Ja, jetzt haben wir zweimal draufgeklickt. Jetzt haben wir 20.000. Also, wir sehen, das funktioniert. Allerdings müssen wir natürlich auch Zinsen zahlen, weil das Ganze ist auch ein Kredit. Wenn wir das jetzt zweimal zurückzahlen, dann sieht man, haben wir wieder genauso viel wie vorher. Ist auch eine sehr interessante Sache. So. Wollen wir jetzt mal reingehen. Dann sieht man hier so verschiedene Aussteller von den verschiedenen Geräten. Nein, Bild. Können wir hier hoch noch irgendwas machen? Nee. Aber wir können auf jeden Fall rein und können dann hier unsere Gerätschaften kaufen. Finde ich auch sehr, sehr... coole Idee eigentlich. So, genau, der Landmaschinenhändler. So, gehen wir mal wieder zu unserem Traktor. Wir vertrauen auf die gute alte Technik. Steigen ein. Und dann geht's weiter. Warte mal, ist das eine Liste von den lizenzierten Geräten? Das muss ich jetzt nochmal gucken. Ja, also hier sieht man richtig, welche... ja, Geräte alle lizenziert sind von dem Spiel her. Also ganz viele, ja, Firmen, die jeden eigentlich im Begriff sind, also Begriff sein sollten. Jetzt Krone zum Beispiel kennt eigentlich jeder. Grimme kenne ich persönlich jetzt auch. Und wir sehen auch, ja, das zweite von links unten, sehen wir sogar Lamborghini. Also die bauen auch Landwirtschaftsprodukte. Nicht nur hübsche Sportwagen. So, aber wir fahren jetzt erstmal mit unseren Kartoffeln weiter. Und ich würde fast sagen, wir bringen die zum Hafen. Und werden die exportiert. Und da werden dann all die Kartoffeln draus, weil wir ja so viele Druckstellen haben von dem Fallen. Hm. Wo ist denn der Hafen? Einmal rauszoomen. Sehe ich denn hier irgendwo einen Werftkran oder sowas in der Art? Nein. Machen wir jetzt relativ ehrlich. Da sehen wir noch unsere Silos. Aber ist egal. Ich wollte ja mit euch sowieso ein bisschen die Welt entdecken. Dann machen wir das jetzt so. Oh, muss ja erstmal kurz auf Beschleunigung kommen. Der kleine alte Traktor hier. Scheiße, das sehe ich ja jetzt erst. Jetzt sind wir im Kreis gefahren. Das heißt, genau da ist unser... unser Mähdrescher. Sind noch bei der Arbeit? Sehe ich von hier gar nicht. So, ich fahre jetzt hier erstmal hoch. Und das ist eigentlich jetzt die perfekte Möglichkeit, um einen großen Kritikpunkt für mich persönlich anzusprechen. Und zwar... das... es ist uns eigentlich möglich, fast 90 Grad einen Berg hochzufahren, ohne dass es dem Trecker irgendwie juckt. Und das finde ich persönlich nicht gut. Da muss sich Giants auf jeden Fall noch hinsetzen und das verbessern. Aber trotzdem bin ich insgesamt sehr zufrieden mit dem Spiel und es
muss wirklich sagen, ich bin sehr positiv gestimmt. Man muss bedenken, dass es kein Vollpreistitel ist. Also mit 24 Euro auf Amazon seid ihr damit bei. Offiziell glaube ich 25 Euro die unverbindliche Preisempfehlung. Und für 25 Euro finde ich, ist das ein Top-Game. Wenn man überlegt, dass ne, die Vollpreistitel mittlerweile alle um die 70 Euro kosten und für eine Collectors Edition zahlt man teilweise 180 und so, nur weil da eine Figur und ein T-Shirt bei ist. Ist also schon ziemlich gut. Hier links sieht man jetzt die angesprochenen Tankstellen. Dort kann man also auch seinen Traktor tanken, man braucht nicht den Hof. Man kann auch in der Stadt tanken. Ein Suzuki Swift, zwei Stück, ein weißer und ein schwarzer. Diese sind natürlich nicht lizenziert, das wäre einfach zu teuer für den Macher hier, Giants. Die sitzen, glaube ich, in Bayern oder in Baden-Württemberg, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in Süddeutschland, ich glaube aber in Bayern, soweit ich weiß. Ihr könnt auch gerne mal euch ein paar GameStar-Videos zu dem Spiel angucken, zusammen mit dem Lead Programmer Stefan Geiger. Der erzählt da so ein bisschen was über Giants, also über das Unternehmen und wie sich das Spiel entwickelt hat und so weiter und die Community des Spiels. Auch sehr interessante Lektüre teilweise. Kann ich euch ans Herz legen, ich verlinke euch das mal oben links. Und wir nutzen jetzt hier mal den kleinen Kritikpunkt aus, um uns den Weg ein bisschen zu verkürzen. Upsala. Naja, die Kartoffeln können Gott sei Dank nicht ausgeschüttet werden, sonst hätten wir ja wahrscheinlich nur noch 10% oder sowas drin. Und ich will oben links auf der Karte, da ist der Hafen, da will ich hin. Und dann werden wir das ganze Zeugs, upsala, verschiffen. Hab ich den jetzt gerammt? Nein, hab ich nicht. Gut, einen hübschen BMW, viel zu teuer. Wobei, hier ist auch eine Abladestelle. Ich glaube, das ist die Gaststätte. Hier können wir auch übrigens die Eier abladen. Und hier ist auch eine Tankstelle. Nein, nicht. Wir bringen das hier hin. Müssen wir nicht so weit fahren. Auf jeden Fall seht ihr, wir haben jetzt so einen kleinen Bruchteil gesehen und ich finde die Karte wirklich sehr schön schon, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich ziemlich gut. Und wir haben jetzt, wie gesagt, nur einen kleinen Bruchteil gesehen, ne? So. Machen wir das Ganze hier ab. Fertig. Unser Kontostand ist natürlich jetzt dementsprechend gestiegen. So, und jetzt fahren wir mal schnell zurück zum Hof. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr so von dem Spiel haltet und ob ihr das total kacke findet, diese ganzen Simulatoren-Scheiße, oder ob ihr auch findet, wie ich, dass Simulatoren eigentlich viel großes Potenzial haben, nur dass sie von den Machern einfach, ja, zunichte gemacht wurde, oder dass dieses Potenzial der Spiele größtenteils zunichte gemacht wurde, weil es einfach größtenteils nur Grütze ist. Ich muss wirklich sagen, dass 99 von 100 Simulatoren totaler Schrott sind. Die einzigsten Simulatoren, die eigentlich wirklich was taugen, sind meiner Meinung nach die von Giants, also sprich Landwirtschaftssimulator und so weiter, und die von Microsoft, also Train Simulator und so weiter. Das sind eigentlich so die einzigsten, die was taugen.